Und mit Herz willkommen YouTube wieder bei uns. Mein Name ist Star Jackson und willkommen zum erneuten Road to Damn Commentary. Heute die dritte Episode, die ich versuche aufzunehmen. Leute, es macht einfach keinen Spaß mehr, wisst ihr. Die ersten zwei Games, die möchte ich euch gar nicht erst zeigen. Die habe ich nach der Hälfte der Aufnahme schon abgebrochen aufzunehmen, weil mir diese 5 GB es nicht wert waren für dieses Video. So. Wir sind jetzt also ihr könnt euch daraus schließen, dass ich heute schon 2 Rankeds verloren habe. Und wenn wirklich Rankeds so scheiße gelaufen sind, dass ich die euch nicht präsentieren möchte, dann könnt ihr das euch so akzeptieren. Bei dem einen waren 2 AFK und bei dem anderen, es war irgendwie so ein Trollpick. Es war einfach nicht mehr lustig. Ich hab's einfach verdrängt, ich möchte es einfach nicht mehr. Ich möchte es wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit Diamond los ist, ob die mich da nicht drin haben wollen. Anscheinend schon. Das, was ihr wissen müsst, ist, dass ich jetzt wieder auf paar 40 Punkte bin. Also wenn ihr ein Game auf dem Bereich verliert, verliert ihr 22. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr 10 Punkte. Das ist natürlich typisch White. Seems legit. Genug darüber erzählt. Schauen wir uns das Team an. Ich in der Mitte gegen ein Zed oder gegen ein Yorick. Ich denke mal gegen ein Zed. Botlane, Ashe und Jenna. Toplane, hoffe ich doch mal, der Yorick gegen einen Nasus. Und im Jungle wie gegen Kha'Zix. So, was mir jetzt auffällt, ist, das ganze Team aus AD-Leuten besteht. Das heißt, ich muss mir einfach nur einen Sonjas in der Mitte kaufen und ich müsste eigentlich zufrieden sein. Hoffen wir das mal. Das wäre nämlich sehr schön. Ups. Ich gehe dem Set einfach mal ein bisschen auf die Eier, das mag der nämlich. Muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in der Mitte gegankt werde. Wow. Mana-technisch stehe ich eigentlich noch relativ gut. Sollte mich halt nur ein bisschen noch um die Minions kümmern, ja, ich weiß. Aber dass ich den so ein bisschen abgefuckt bekomme. Ist auch nicht schlecht. Wow, wer flasht denn hier alles, Mann? Meine Fresse, ey. Ich hab ne Ignite, ein Flash? Was noch? Aber Zed hat den Kill nicht bekommen. Das war eigentlich das, was ich wollte. Er hätte auch easy hinterherflashen können und sich den Kill snacken können. Aber so hat er nur einen Assist. Pff, keine Ahnung, ob es jetzt worth für ihn ist. Hat jetzt halt keinen Ignite mehr, das habe ich vielleicht noch. Vielleicht kriegt er gleich einen Kill hin, aber... Pff, keine Ahnung. Es war aber klar, dass jetzt ein Gang kommen muss. Ich bin einfach noch zu abgefuckt von den letzten Spielen, müsst ihr wissen. Und eigentlich sollte man abgefuckt nicht spielen. Da habt ihr recht. Wenn ihr das jetzt gerade denken solltet, aber ich hasse es einfach so, wenn ich ein Game zocke, das so behindert ist, das kann ich einfach nie wirklich auf mir sitzen lassen. Das ist einfach so eine Eigenschaft von mir, die mal gut ist, mal schlecht, aber irgendwie bin ich so der kann sowas dann nicht leiden. So, was hat sich denn Zed schon gekauft? Oh, 3 Langschwerter für den Real Damage. Ich mache einfach überhaupt keinen Schaden zurzeit.
Ich farm jetzt einfach nur. Mana habe ich gerade eh nicht, um ihn irgendwie abfacken zu können. Da warte ich lieber, bis ich Level 6 bin. Es ist doch nicht mehr normal. Das macht doch so echt keinen Spaß, Leute. Wirklich null. Ich reg mich schon wieder richtig kräftig, deftig, würzig, gut. Pommersche aus dem guten Lauf, Naturgewürz. Und das schmeckt man auch. Auf. Ich habe da einfach kein Glück zurzeit. Es ist... Jedes Mal mag mich einer nicht. Und es war ja jetzt nicht so, dass ich krass gepusht hätte. Ich stand genau in der Mitte. Aber der Kha'Zix kann einfach across Map fliegen. Und er ist gerade mal Level 5 und hat das Ding noch nicht engaged. Warte mal ab, ey. Ich überquer die Mitte jetzt nicht mehr. Nee, möchte ich nicht. Ich habe keinen Bock, nochmal so heftig von ihm aufs Maul zu bekommen. Vor allen Dingen, weil er jetzt eh noch Ulti hat. Da ist Kha'Zix schon wieder. Der geht jetzt zu seinem Blue. Ich bin schon wieder dabei, viel zu weit nach vorne zu gehen. Warten wir ab, bis ich Ulti habe. Aber Kha'Zix, ich will Kha'Zix erstmal auf der Map sehen, bevor ich da jetzt irgendwie, ne, wieder reingehe. Dankeschön. So, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen mit ihm spielen. Hatte Kha'Zix und Redpuff? Das weiß ich nicht. Finden wir es heraus. Was? Was? Ey, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Es kann... Mann, ich würde den so gerne holen, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. How tempting. Aber ich lasse es. Alter! Wie der Kha'Zix das überlebt hat, ne? Und unfassbar, irgendwie, das Spiel möchte mich heute nicht haben. Das habe ich irgendwie so, wisst ihr, wenn ihr so ein Gefühl habt, als würde Uri Geller gerade über euer Schicksal herrschen, dann kommt das dabei raus. Mhm, that's right. So fühle ich mich gerade, ernsthaft. 45 Farm, was hat Z? 67 war klar. Es wird nicht spaßig, das Game für mich, das sehe ich jetzt schon. Ich stehe schon wieder 0-2. Aber mein Team steht 5-2 insgesamt. Vielleicht ist hier doch Hoffnung. Nur ich spiele gerade wieder Mad wie Mad Brötchen hoch 10.
Ouchie. Oh, ich töte. Okay, er ist ein komplettes Level über mir. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Oh! Ich muss ihn einfach abfacken. Ich weiß, die Chance, dass Kha'Zix jetzt kommt, ist noch höher, als es sowieso schon ist. Ich habe da einfach keine andere Wahl gerade. Okay, hat auch keine Heal-Pöttchen mehr. Mich einmal hochheilen. Jawollo. Ich habe auch nicht genug Mana, um ihn jetzt irgendwie zu anklicken. Okay, hätte klappen können. Oh, das sind Kha'Zix. Ich kann hier relativ wenig ausrichten, also ich kann ein paar Mal anhitten. Oh. Lau, warum fightest du? Warum fightest du? Ich check's nicht. Mm-mm. Null. Mm-mm. Auf wen hat die jetzt ihren Arrow geschossen? Kommt der jetzt hier in der Base an, oder? Ja, klappen können. Ach, Blue war gar nicht mehr da. Wow. Holy moly. Ich habe das Gefühl, der Nasus wird uns da später ein bisschen carryen können. Ich glaube, er hat einen guten Stack Farm. Mir fehlt einfach das Gold, um mir irgendwie den Dildo-Stab zu kaufen. Das ist immer das ist immer so die Hürde, auch als AD Carry, dieses BF-Sword, diese einmal diese 1600 Gold haben. Stirb's auch. Not worth.
Ja, Tower, du hast mich gern, ich weiß. Wie gesagt, ich mache gerade einfach keinen Schaden. Noch nicht. Ich brauche nur mein DFG. Ja, 300 Gold noch. Dann habe ich jetzt. Tower fällt gleich. Okay, er fällt vielleicht doch nicht. Oh, er ist auch schon wieder 2 Level über mir. Was denn hier los? Aua. Ich muss back. Ich kann da nichts mehr reißen. Ja. Ich kann da nichts machen, Alter. Oh, nice. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Ich brauche unbedingt das Sonjas, Leute. Ich brauche unbedingt das Sonjas. Ich bin so am Arsch. Ich hab nichts ready. Das gibt's doch nicht! Ungelogen, das macht. Warum, Riot? Warum? So much feelings! Warum hasst mich das Spiel heute so? Nicht. I don't get it. Ich hoffe, du kannst smiten. Danke. Oh, und jetzt geht der Fighter los. Der Set. Ich habe wirklich sau viel Schiss vor diesem Set.
Vor ihm hier. Wow, was ein Move. Sehr nice. Jetzt würde ich rennen. Okay. Ich verstehe es nicht. Wir liegen in Führung mit Gold auf jeden Fall. Und wir wollen surrendern. Also, Ash möchte surrendern. Vor allem, die steht 3-1. Ich check's überhaupt nicht. Oh nein, den hätte ich treffen müssen. Egal. Was ist los mit ihm? Ich habe keinen Mana mehr. Totally Ohm. Was macht sie? Okay, sie hat einen Crit Ready. Vielleicht will sie da jetzt was reißen, aber... bin mal gespannt, was sie da unten jetzt vorhat. Oh! From downtown! Der trifft noch. Mal schauen. Tower. Nice, Leute, nice. Das wird, Leute, es wird. Der Narsus, ich habe Vertrauen in ihm. 486 nach 23 Minuten ist eigentlich richtig, richtig gut. Für jeder, der weiß, oder für jeder, der schon mal Narsus so gespielt hat. Na, es reicht noch nicht. I need more gold. Gold. Nice. So nice gerade. Es läuft gerade richtig, richtig gut für unser Team. Die lassen sich immer einzeln picken. Während wir die einfach dann zerschreddern. Das finde ich sehr, sehr sexy, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also, wenn das Skala von 1 bis 10 wäre, das eine glatte 12. Guckt euch den Narsus an. Er rennt da einfach durch. On fire. Way too deep. Dude, way too deep. Fuck. What the fuck?
Oh, nice. Ich habe keinen Mana mehr. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Sorry. Meh, meh. Oh, er will mich. Lecker, 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 lecker. Und jetzt rushen wir mal direkt auf Rabadons, weil das ist jetzt so das, was wir auf jeden Fall benötigen. Ich glaube, die Ash macht auch Schaden. Ich glaube, der Nasus wird heftig, deftig, wird sich gut. Pombasche aus dem guten Lauf Naturgewürz und das schmeckt man auch. Du. Thanks. Drain gehört auch uns. Hier gehört alles uns. Boah, bei uns ist schon lange keiner mehr gestorben, aber wir töten die im Einzelakt durchgehend. Okay, Ash vielleicht. Ah, das ist okay. Shall we? I know what they desire. Jawollo. Sehr, sehr nice. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht super, 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 super gut aus. Vor allen Dingen mit einem Nasus, der two-hittet den Tower. Oh, fuck. Nice. Leute, dieses Gefühl. Dieses Gefühl. Unbeschreibbar. Bam. Bam, bam. Und jetzt bitte ich euch, für die, die das bis hier hingeschrieben, geschaut haben, die mit mir getrauert haben, durch dick und dünn gegangen sind, verzweifelt, Gefühle, Liebe, das alles mit mir mitgebracht haben, schreiben wir mal bitte in die Kommentare, Best Ari EU West. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Commentary wieder, wenn es heißt, mal wieder Diamond zu erreichen oder in einem A-Z-Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es echt Spaß, Trauer und Verzweiflung gebracht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.